Cool, finde ich. Also Dämonenjäger ist ganz fett gemacht. Aber naja, bin ich nicht so drin. Der ist zwar auch Level 70, aber der hat noch nicht so gute Secrets, beziehungsweise die. Das ist meine Suchka, glaube ich. Moi Suchka. Habe ich die genannt. Weil ich sehr kreativ bin, habe ich die so genannt. Ich dachte, das wäre eine goldene Truhe da hinten. Anscheinend nicht. Vertrocknete Knochen so lange. Was? Was ist dir geschehen? Schauen wir mal nach. Ich glaube, hier spawnt gleich was. Yay. Yeah. Da kommt gleich ein fettes Vieh. Hey Jungs, ist das bald? Naja, jetzt mal. Wie heißt er? Fizul. Hey. Hier. Irgendwo ist hier ein Magier. Ein Charme. Da. Da braucht man. Da unten. Hey. Ja, manchmal, wenn ihr Glück habt, zeigt er euch nach einer gewissen Zeit, die ihr auf einer Map verbracht habt. Oder wenn ihr die Map ein bisschen weiter offen gelegt habt, zeigt euch automatisch an, wo ihr hin müsst. Finde ich ganz praktisch. Wir haben nämlich schon die obere Hälfte abgeklappert. Wir müssen nach unten. So. Da gibt es noch Viecher. Hey. Hey. Okay. Hier gibt es nichts mehr. Gucken. Kann überall was sein, ich weiß. Kann für manche ist es bestimmt nervig. Ich bin halt ein Sammler. Ich sammle gerne, deswegen. Ich freue mich auch immer riesig, bis wenn ich was Gutes droppe. So, hier gibt's nichts. Boah. Wisst ihr, was geil wäre, wenn ihr da runterjumpen könnte? Was, genau, was mir an dem Spiel auch übelst gut gefällt, ist, wenn ihr zum Beispiel in der Bastion seid oder so. Zumindest auf den Maps von der Bastion. Die Hintergründe sind richtig nice gemacht. Oder zum Beispiel, wenn ihr im Herz der Aspekte seid. Ne, Herz der Aspekte, das war wie gesagt. hier Herz der Sünden oder sowas, glaube ich. Wo ihr gegen Asmodan kämpft. Asmodan ist es, glaube ich, ja. Dort die Hintergründe, wo diese ganzen Riesen da stehen. Wo du dir so denkst, boah, fuck, also ich hab mir so gedacht, boah, fuck, bitte lass die nicht meine Gegner sein, und wie soll ich ein Liegblatt machen? Weil die so übelst riesig sind, hi. So, machen wir Abgang. So. Jetzt hier alles abklappern. Der hat nichts gedroppt. Genau, ich werde jetzt erstmal den Game Sound hinten dran lassen. Wenn ihr Musik hinten haben wollt, also im Hintergrund, kann ich euch auch gerne Musik reinmachen. Das ist kein Thema. Ich habe ja jetzt so ein paar Seiten. Circle of Alchemist, No Copyright Sound, sowas. Da kann man gut und gerne mal nachgucken. Es ist immer geile Musik am Start. So. Da könnte ich euch hinten dran klatschen, wenn ihr wollt. So. Er macht einen Abgang. Den auch da. Den noch Bullshit bei rum. So, wir gehen erstmal hier unten entlang, würde ich sagen. Zack. Ich mag diesen AOE-Schaden. Fuck. Meine Maus ist da. Lol, what the fuck? Ja, schwitzige Hand. Da rutscht die Maus dann halt mal nicht richtig. Das kann halt auch mal passieren. Na, so, jetzt geht's wieder. Ja. Rushen wir mal hier durch. Was ich auf dem Level auch immer vergesse ist, geht drauf da. Was ich vergesse ist, meine Buffs zu aktivieren. Das habe ich auch voll häufig. Und dann vergesse ich das auch in den höheren. Das ist wieder dieselbe Sache wie mit dem
wie mit dem nicht aufpassen, ob da irgendwie was unter dir ist von Explosion her oder so. Also dann rutscht da einfach so durch, so bam bam, hast alles putt. Du vergisst halt immer dein Ding, deine Buffs zu aktivieren. Was halt ein bisschen Bullshit ist. So. Oh, was Blaues. Ich glaube, hier geht's. Hier sind wir richtig. Bla 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 bla. Enemy down. So, die nächsten bitte. Ja, vielleicht ist es schwach oder so, da warte immer. Hab ich den nicht gerade angegeben? Ja. Sorry. So. Da kommt auch wieder nur Bullshit raus. Haben wir unten irgendwas in der Ecke gelassen? Nope, haben wir nicht. Wir müssen noch da oben rum. Die Map ist schon, also die Hürde ist schon tackengrößer. Zwar jetzt nicht so gigantisch, dass ich mich. Okay, die verbindet sich hier, glaube ich. Und wir müssen wahrscheinlich hier hin. Dann heul ich. so. Ja, ich weiß nicht, in der Aufnahme ist mir das relativ egal, ob die Höhle extrem groß ist und ob wir uns verlaufen oder nicht. Aber wenn ich alleine bin, nervt mich das ein bisschen immer. Alleine mache ich halt. Zum Beispiel, wenn ich mit Schuhe oder so zocke, die sind eher ungeduldig, was das angeht. Die wollen halt immer schnell die Rifts machen, die Nepalen Rifts. Dafür brauchen wir halt die Rifties und die Rushen wollen halt, dass einer immer durchrusht. Und da ist sowas halt recht nervig, wenn du durchrushen musst und halt im Kreis läufst, so wie jetzt. Wir haben jetzt die ganze Map erkundet, weißt du? Und wie gesagt, wir müssen nach unten hin. War mir klar. Glaube ich. So, gucken. Hier haben wir nichts vergessen. Ist auch alles abgeklappert. Das Einzige, was fehlt, ist hier. Okay. Dann gib mal Kniegas. Jonathan. Ich gehe immer zur Sicherheit nochmal so gucken, wenn etwas nur leicht aufgedeckt ist. Das ist halt, aus jedem Teil kann halt irgendwas kommen und wenn ich irgendwas vergesse, dann weiß ich nicht. Seht ihr zum Beispiel hier, Ring vergessen, Idiot. Das ist mir bestimmt schon so oft passiert. Ihr packt euch gerade bestimmt am Kopf. Oh mein Gott, Pyron, du hast das und das vergessen. Solange es keine Legis sind, ist es halt jetzt nicht so tragisch. Ist halt ein bisschen Geld, was mit Flöten geht. Oh, cool. Das war's schon. Wow, diese Map. Das heißt, hier sind keine Gegner mehr auf der Map. Ja, das heißt, hier ist nichts mehr auf der Map, außer... Komm schon. Ach, Menno. Egal, Steinchen. Amethysten sind jetzt nicht so geil. Außer wenn ich mal einen Tank bauen will oder so. Ja. Das haben wir abgekniffert. Als nächstes geht's dann los. Heulendes Plateau. Ja, es dauert schon so seine Zeit, bis man also einige Rift Keys. Einfacher ist es natürlich, wenn ihr sucht offenes Game. Also ein offenes Game sucht ihr einfach. Wie viel haben wir jetzt? 144.000. Okay. Millionen. Was müssen wir? Tötet Gegner auf dem heulenden Plateau und in den Schluchtrandminen. Tötet Krollgin. Kenne ich nicht. Aber das ist extrem fettig. Ich hasse die Map irgendwie. Oh, zwei schon gekillt. On my way to Diamond. So. Wenn ihr irgendwelche Gesprächsthemen habt, falls mir selber mal was nichts einfällt oder so, gibt es ja des Öfteren korrekt. Da ist das Vieh schon. Boah, Alter, diese Ruckler. Ja, das ist wegen dem scheiß Rendern, das muss ich glaube ich in der nächsten Aufnahme anders reden. Das Problem ist, ich muss halt nebenbei noch rendern. Das ist halt. Ja, und jetzt ist er natürlich voll, so. Also jetzt muss ich erst die Scheißviecher hier platt machen, bevor die mir auf den Sack gehen. Irgendwas Graues eingesammelt, ja, wusste ich doch. Ja, sammel halt nochmal auf. So. Dann gehen wir kurz
zurück. Schau mal hier. Schrein der Erleuchtung gibt, glaube ich, Erfahrung.